Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Ebru, hallo. Hallo. Und mit Robin, hallo. Hallo. Wir befinden uns auf einer Schneemap und wir haben uns in Schneemänner verwandelt, also Schneespieler. Und wir dürfen uns hier verstecken. Das wird ziemlich schwer, jemanden zu treffen. Ich bin gespannt, Leute. Wir drücken direkt mal und schauen, wer als erstes suchen muss. Ich glaube, es ist am besten, als erstes zu suchen. Ha! Und ich muss als erstes suchen. Haha! Geil. Okay. Ihr macht zack. Auf die Plätze. Fertig. Los! Alter, direkt jemanden gefunden. Spaß. Okay. Oh, Leute, ihr müsst in der Zwischenzeit, also ich muss hier Leute finden, aber ihr habt auch einen Auftrag, nämlich zu liken und zu abonnieren. Und ich hoffe, dass ich hier jemanden finden kann. Leute, wir machen eine Challenge, okay? Wenn ich beide finde, dann müsst ihr abonnieren, okay? Ist das ein Deal? Ich könnte jetzt nicht antworten, aber ich glaube, das ist ein Deal. Nein! Ich habe eh Ruhe. Ich wusste doch, dass es schlecht war. Ja, es war aber auch komplett zufällig, dass ich da einfach lang gelaufen bin. Okay, Leute, ich habe noch viel Zeit. Das sieht ja ganz gut aus. Du hast noch 2,5 Minuten, Ben. Das ist wenig. Geben, ne? Ja, ich gebe mein Bestes. Es ist nicht so leicht. Hier steht übrigens ein Ben für Ben. So. Hier oben vielleicht. Hier dahinter? Locker hier dahinter. Hallo, hallo. Ach, schade, ich dachte, ich hab dich. Ja, aber weiter oben bist du locker nicht. Okay, dann bist du auf der anderen Seite. Oder hier so am Rand? Nee. Ibro, wie viel Zeit habe ich noch? 1 Minute und 10 Sekunden. Oh Gott. Okay, Leute, wir checken. Also ich habe nur noch eine Chance. Wir kontrollieren jetzt nochmal die andere Seite hier oben. Das ist so das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen kann. Okay, jetzt müsste ich nur die Jumps schaffen. So, hier oben irgendwo. Ah, hier auch. Oh, bist du das? Nee, Nee, oh Mann. Oh Gott, wie viel Zeit habe ich da? Wie viel Zeit habe ich da? 30 Sekunden. Oh, 30. Easy, Robin. Weil du dich bewegt hast, Ich hätte dich, glaube ich, nicht gesehen. Ich musste gucken, wo du gesehen. Bist, nein. Oh, das war deine Schuld. Zack, weil du dir deinen Kopf so rumgehst. Oh, okay, Leute, tja, dann müsst ihr wohl abonnieren, der blöd gelaufen. Ründchen Nummer 2, also ich muss ja nicht mehr drücken, dann bitte ich euch. Ladies first. Oh, okay, Ebro muss suchen und Robin und ich. Wir müssen uns verstecken. Okay, let's go. Ich würde mich ja am liebsten auf dem Baum verstecken eigentlich, aber nee, das wäre zu unfair. Weil das ist wirklich übelst unfair. So, was haltet ihr davon, Leute? Ja, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, nee, ist es gut? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ja, am Ende sagst du ja und du findest mich nicht. Das wäre dann blöd gelaufen. Ja, das wäre nicht so gut. Nee, ich glaube, das ist... Nee. Das heben wir uns für Robin auf, für die letzte Runde. Aber jetzt machen wir... wir brauchen jetzt hier ein krasses Versteck, Leute. Wisst ihr was, Leute? Der erste Gedanke ist immer der beste. Ich renne jetzt hier rum und finde nichts. Wir nehmen das einfach. Ich meine, was kann schon passieren? Ich bin bereit, Ebro, du kannst loslegen. Also okay. Robin ist auch bereit, hoffe ich doch. Ich bin, aber ja, wenn ich nicht, ist auch nicht so schlimm. Fang einfach an. 3, 2, 1 und go. Let's go. Okay, hier ist ein Schneemann. Oh, süß. Ist da jemand? Hallo? Robin, verrat mir doch, wo du bist. Ich erzähl's auch nicht weiter. Warte, ich mach kurz meine Ohren zu, warte. Ja, jetzt könnt ihr reden, guck mal, jetzt hörst du nicht, jetzt kannst du verraten. Was, du bist auf dem Baum? Ja. Okay. Oh, ich höre wieder Hallo. Was habt ihr denn gesagt? Ja, er ist auf dem Baum. Ben, du bist doch safe auf dem Weihnachtsmann, oder? Ich bin der Weihnachtsmann, ja, aber... Ach so. Ja. Dann habe ich dich gefunden. Ich bin die Rian. Nee, ey, Mann. Ich dachte mir, das offensichtliche Versteck ist das Beste. Also zu der Zeit hatte ich ja hier schon locker jemanden gefunden. Ebro, sieht wohl ein bisschen schlecht aus für dich. Ich weiß. Ich habe nur noch 2 Minuten. Oh, da warte, ich gebe dir. Wir müssen ihr einen Tipp geben, Robin. Ich habe ja auch einen Tipp bekommen. Okay. Ich bin relativ. Also ja, ich bin auf der Oberfläche. Also ich bin unten. Ja, ich bin unten. Ich bin nicht auf dem Baum oder auf dem Berg oder auf dem Weihnachtsmann. 5, 4, 3, 2, 1. Aus. Jawohl. Ja, wäre es lieber gewesen, wenn du Robin gefunden hättest. Hätte ich mehr Punkte bekommen. Ciao. Ich war einfach hinter dem Baum hier. Ach Mann. Und du bist hier voll nah. Du hast hier alle Bäume abgecheckt. Und dann hier oben den Berg. Hier.
Die alles oder nichts doppelte Punkte-Runde, Robin. Drück mal bitte. Und? So. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Also für mich wäre es gut gewesen. Für Ebro wäre es eher weniger gut gewesen. Das stimmt. Okay, dann suchen wir mal jetzt hier ein Versteck. Let's go. Nee, das ist zu riskant, Leute. Wir sind Platz 1. Wir müssen hier nichts riskieren. Das wäre eher so ein alles oder nichts Versteck für Ebro hier. Aber wo ich unter den Dropper war ich. Aber das ist mir ein bisschen zu riskant, Leute. Wir müssen auf Nummer sicher gehen hier. Wir wollen den Sieg nach Hause bringen. Leute, also ich weiß nicht so recht. Irgendwie ist hier alles doof. Wir nehmen jetzt hier einfach das. Oder hier? Wir nehmen das, Leute. Was haltet ihr davon? Aber vielleicht so ist vielleicht ein bisschen besser, oder? Ja, ist jetzt halt echt nicht das beste Versteck. Aber es geht auch schlechter. Oh, wartet mal. Da habe ich doch was recht Geiles entdeckt. Hier. Ja. Und jetzt so. Ich bin bereit, Robin. Du kannst loslegen. Ich wünsche dir viel Glück beim Finden von Ebo. Let's go. Ich glaube, ich habe ein nices Versteck. Ich glaube, es ist ein gutes. Glaube ich auch. Bin überzeugt. Okay, wenn das jetzt eine Nullerrunde für Robin wird, dann hab ich gewonnen. Also würde ich mich nicht beschweren. Bitte finde ihn, ganz schnell. Ich versuch's, aber ich weiß nicht. Also Robin, ich kann dich da glasklar sehen. Jetzt hast du gerade Schaden bekommen, jetzt guckst du und schaust, ob du mich siehst, aber du wirst mich nicht sehen. Ja. Bist du hier irgendwo? War das jetzt ein Tipp? Nee, das ich hoffe doch nicht. Nicht, dass ich jetzt gefunden werde. Nee. Und er findet dich in 3, 2, 1. Ich bin in der Nähe von Rot. Ich bin in der Nähe von Grün. In der Nähe von Grün. Ja, als ob du jetzt nur mich suchst. Hallo, Nähe von Rot. Nähe von Grün. Rot. Nähe von Grün. Okay, ja, ich guck mal. Grün. Oh. Hier ist Grün. 1,5 Minuten noch. Die letzten 60 Sekunden laufen. Die Zeit rennt. Klick, klack, klick, klack. Hier ist auch noch was Grünes. Ey, das ist so fies, ey. Also ich habe keine Ahnung, ob ihr Bruder ist, aber ich würde einfach mal grundsätzlich danach schon. Es gibt noch einen Schneemann hier. Da wollte ich mich sogar verstecken. Wie viel Zeit hat er noch? 15 Sekunden. Ah. Oh Mann. Das war's dann wohl, Robin. 10. Nein. Also ich kann dir sagen, dass du gerade ziemlich nah in meiner Nähe warst, aber jetzt bist du wieder weggerannt. Also, gar kein Problem. 3, 2, 1 und vorbei. Okay, pass auf, wir machen mal einen Test. Ich habe ein krasses Versteck. Ich will mal testen, ob du mich findest. Okay. Ich bin... Komm mal zurück. Lauf mal den Weg rückwärts, den du gerade gelaufen bist. Ich sag dir, wann es warm ist. Wenn du mich findest, kriegst du einen Punkt von mir geschenkt. Einen Punkt. Und wenn ich dich finde, krieg ich auch einen Punkt. Du weißt, wo ich bin, oder? Nein. Ach so, nee, dann kriegst du auch einen Punkt. Ja, Wettbewerb. Wer mich zuerst findet, kriegt... Nee, ich mein, kriegt einen feuchten Händedruck, bekommst du. Okay, vielleicht war mein Versteck doch nicht so krass, wie ich dachte. Ich dachte, ich bin da voll unsichtbar. Okay, schade. Naja, gut, kriegt Robin den Punkt. Jeder hat 3 Leben. Möge das epische PvP-Battle beginnen. Wir haben eine Rüstung anhand unserer Punktzahl bekommen. Ich bin Full Deer. Ebro hat eine Eisenbrustplatte. Robin hat dazu noch Eisenschuhe. Tja, hast du aufgepasst? Ah. Schlecht. Aua. Ich guck mal zu. Nein, ich will zugucken. Ich will, nein. Aua. Ich will nur zugucken. Bisschen hoch, so. Hinten. Ja. Yeah. Und jetzt schnapp ich mir Robin. Bis hier hoch, so. Robin, hallo. Na, du gehst da runter. Ja, yeah. Zack. Oh, Ebro, was hast du da gemacht? Hast du zugeguckt? Ja. Das ist irgendwie so. Oh nein. Ah! Nein. Komm, ja. Okay, aber du kannst ja nicht mehr so viel haben. Moin. Aua, 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 aua. Ja, so, hallo. Jawohl. Oh. Hier war zwar ein bisschen abgelöst. Oh, und Ebro gleich nochmal. Ja, du denkst, ich war low, aber ich war gar nicht low. Oh, 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 oh. Jawohl. Oh, wie hast du mich da getroffen? Jetzt bin ich mal der die krasse Ausrüstung hier hat. Aber ich verliere trotzdem. Nein, wie geht das? Du musst so... Oh, ich bin direkt neben dir gespawnt. Jawohl. Ja. Nein. Okay, Ebro's raus. Aber wir haben beide nur noch ein Leben. Oh nein, das darf ich auf keinen Fall verlieren. Doch, doch. Mann. Nein. Ja, locker. Es ist mega entscheidend, wie man die Crits macht. Das ist krass. Das stimmt. Ist wirklich so. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn ja, liked auf jeden Fall das Video, abonniert meinen Kanal. Plus,
Klickt jetzt auf das Video, um direkt zur nächsten Episode zu kommen, damit ihr da auch unterhalten werdet und viel Spaß habt, hoffe ich doch. Da sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao. Tschüss.